Oh, Kölsch, ihr nicht für alles erworben, nur für die Liebe nicht. Für alles an ich ne Plan B, nur für die Liebe nicht. Ja, hallo, ich sitze hier im Päffgen in Köln, mitten im Herzen von Köln. Und ich habe mich getroffen mit Kai Matthias. Kai Matthias ist Sänger bei der kölschen Band Lupo. Und Kai macht nicht nur tolle Musik, sondern Kai studiert auch berufsbegleitend an der FOM in Köln, Bachelor Marketing und digitale Medien. Und was wir uns natürlich die Frage stellen, wie schafft man das alles nebenbei? Ja, tatsächlich ist das an manchen Tagen gar nicht so easy, aber gutes Selbstmanagement, gute Organisation, Time-Management ist da A und O. Und die Form ermöglicht mir auf jeden Fall, das gut hinzukriegen und viel im Selbststudium auch zu lernen. Tatsächlich war es für mich ein großes Anliegen, vor allem weil neben der Musik auch bei Lupo sehr viel im Hintergrund passiert. Also Vermarktung, Social Media ist gerade ein ganz brisantes Thema bei uns und eins, das ich nicht außer Acht lassen möchte. Tatsächlich habe ich schon ein paar Kommilitonen mal Probe hören lassen, auch bei einigen Demos, die wir mal gemacht haben, um mal ein allgemeines Stimmungsbild mal zu bekommen. Also am 11.11. haben wir sogar tatsächlich 11 Auftritte und auch die Session weiterhin recht viele, aber die spielen sich zum Glück meistens am Wochenende ab und vormittags unter der Woche kann ich dann auch einiges dann für die Uni tun. Für alles habe ich ne Plan B, nur für die Liebe nicht. Mör ich auf eine einsame Insel, nimm ich drei Sachen mit. Ja, warte! Ne Fußball, ne Hand auf und natürlich dich. Die sucht dann endlich nicht. Und übrigens, wer Bock hat, uns mal live zu erleben, der schaut einfach mal auf unserer Seite vorbei. Am 28. November spielen wir in der Live Music Hall in Köln unser großes Jahresabschlusskonzert und ein paar Karten gibt's noch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen von euch dort wiederzusehen.